Bismillahirrahmanirrahim. Alles Lob gebührt Allah. Wir lobpreisen ihn, bitten ihn um Hilfe und Vergebung. Wir suchen Zuflucht bei ihm vor dem Übel unserer Seelen und vor unseren sündhaften Taten. Wen Allah recht leitet, den kann niemand irre leiten. Und wenn er irre gehen lässt, für den gibt es niemanden, der ihn recht leiten kann. Ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt, außer Allah alleine. Er hat darin keine Teilhaber. Ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahs Frieden, Heil auf ihm, sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Zuschauer, unser Programm heißt Mit Allah. Diese Unterrichtsreihe wird über Allah azza wa jalla und seine schönsten Namen sein. Und die erste Sendung ist heute mit euch über Allah subhanahu wa ta'ala, den Namen, den bekannten Namen. Was bedeutet Allah? Allah ist der Name des Herrn der Welten. Kein anderer wird mit diesem Namen genannt, außer er. Die Bedeutung von Allahs Name ist der Name des einzigen Gottes, der Besitzer der Gottheit. Jeglicher Gottesdienst aller Geschöpfe gebührt ihm. Er ist es, der angebetet und gepriesen wird. Ihm gebührt Demut, Ergebenheit, Gehorsam, Verbeugung und Niederwerfung. Der Erhabene Allah sagt im Koranul Karim, im edlen Buch, Allah sind die schönsten Namen. So ruft ihn damit an. Wir wissen als Muslime, wenn wir ihn kennenlernen, so werden wir ihn lieben. Jeder Mensch, der sich über Gott beschäftigt, über Allahs Namen beschäftigt, und je mehr er sein Wissen stärkt über diese Angelegenheit, so wird seine Liebe zu Allah azza wa jalla stärken. Und wenn er Liebe hat zu Gott, zu Allah, so wird er auch seine Gebundenheit, seine Gehorsamkeit zu ihm stärken, indem der Diener ihn erkannt hat. Und wenn er ihn erkannt, so wird er ihn lieben. Und durch das Lieben, er wird Allah subhanahu wa ta'ala noch mehr mit Gehorsamkeiten dienen. Und je mehr der Diener die Gehorsamkeiten vermehrt, so ist er zum Gott Allah näher gekommen. Und je mehr du zu Allah azza wa jalla näher kommst, so wirst du, wenn du ihn rufst, Antwort bekommen. Und wenn du was verlangst, er wird dir geben. Liebe Zuschauer, dieser Name, was wir über Allah azza wa jalla lernen möchten, da gibt es so viele Forschungen. Nur die Schreibart, Allah, wie es geschrieben wird, wie es ausgesprochen wird und aus welchen Buchstaben es besteht, sind gewaltig. Wir müssen wissen, dass dieser Name ist sein Eigenname. Er stammt nicht von seinen Eigenschaften oder Taten ab. Zum Beispiel das Wort Gott ist ein Name von El-Ilah und hat Mehrzahl. Aber Allah ist der eigentliche Name. Er stammt nicht von seinen Eigenschaften oder Taten ab. Dieser Name ist der Ursprung. Alle anderen Namen stammen von ihm ab. Man sagt zum Beispiel Ar-Rahman, der Barmherzige, gehört zu den Namen Allahs. Aber man sagt nicht, Allahs Namen gehören den Namen Al-Aziz oder Ar-Rahman. Dieser Name beinhaltet die Bedeutung aller 99 Namen. Das heißt, Allah azza wa jalla hat 99 Namen. Wie vorhin im Vers gesagt worden ist, Allah sagt, Allah sind die schönsten Namen. Das heißt, wir Muslime wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat Eigenschaften. Denn diese Namen sind die schönsten, weil sie beinhalten die absolute, vollkommene Eigenschaften, frei von Unvollständigkeit, von Makel, von Fehler, von Schwäche. Allah azza wa jalla hat diesen Namen und hat auch dazu diese Eigenschaften, die vollkommen sind. Diese Namen gehören nur zu ihm. Und das Wunder ist von der Name Allah, er hat die Zungen gebunden, damit niemand anderes mit diesem Namen angerufen wird. Kein anderer wird mit diesem Namen gerufen. Und das sagt er im Koranul Karim als Herausforderung. Und der Koran ist über 1400 Jahre schon vorher offenbart worden. Allah sagt, هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّا? Kennst du etwa einen, der ihm gleich wäre, der so genannt wird? Wenn wir schauen in Mekka-Zeit, vor dem Islam gab es in Mekka 360
Götzen. Und keiner der Götzen hieß Allah. Es gab Götze, der hieß Hubel, Lat, Uzza, Menat, aber es gab keinen Götzen, der heißt Allah. Heutige, die Hinduisten oder die Buddhisten oder andere Religionen, die viele Götter betreiben, wir sehen bei denen, sie haben Millionen Götter, aber keiner ist von dem Namen Allah mit dabei, sondern Allah hat diesen Namen geschützt. Wie eine Firma schützt seinen Namen, patentiert diesen Namen, so hat Allah Azza wa Jalla als Beweis auch das in Quran und Karim geschrieben, هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ. Kennst du etwa einen, der ihm gleich wäre? Kennen wir nicht. So gibt es nur Allah, der Einzige, der diesen Namen besitzt. Unmöglich, dass du Allah erkannt hast und dass du ihn nicht gehorchst, dass du ihn nicht liebst. Unmöglich. Denn wir sehen bei einem Muslim, der Allah erkannt hat und die ihn dient, eine sehr positive, starke Veränderung in seinem Leben. Erstmal, wenn du Allah Azza wa Jalla erkannt hast und den Herrn anbetest, so wird auch dein Vertrauen und Hoffnung zu ihm stark werden. Du weißt, du kannst dich auf jemanden verlassen, der allmächtig ist, der alle Zügel in der Hand hat, der über dich entscheidet. Und du weißt auch nur, du kannst bei ihm hoffen, dass er dir antworten kann. Denn er weiß über alles Bescheid. Der hört alles, er sieht dich, er ist dir nah. Und du hast Hoffnung zu ihm und diese Hoffnung wird niemals enttäuscht. Zweitens, diese positive Entwicklung bei dem Gläubigen ist, dass man in diesem Leben noch mehr geduldiger wird. Dein Geduld und Zufriedenheit zu Allah wird gewaltig sein. Denn du weißt, für jeden Schaden, für jeden Kummer, für jeden Leid, für jeden Schmerz, den du bekommst, wird von dir die Sünden gelöscht und deine Stufen beim Gott Allah Azza wa Jalla erhoben. Und deshalb, alles, was von Gott kommt, ist mit dir Zufriedenheit. Du sagst, ich bin zufrieden, denn die Rückkehr ist zu ihm. Dritte positive Veränderung ist Gefühl der Beobachtung. Du weißt, ich kann mich nicht benehmen, wie ich möchte. Ich habe eine Rechenschaft abzugeben. Und je mehr dein Gefühl der Beobachtung zu Allah Azza wa Jalla gestiegen ist, desto mehr wird auch dein Furcht zu ihm sein. Das heißt, wenn du redest, wenn du was anschaust, wenn du was hörst, wenn du was tust, das richtige Verhalten über Allahs Namen führt zu einer starken Veränderung bei dem gläubigen Muslim. Das heißt, wenn wir wirklich Allah erkannt haben, den Allmächtigen, den Herrn der Welten erkannt haben, so wirst du ganz anderer Mensch werden, ganz positiver Mensch werden. Denn wenn wir Allah erkannt haben, wir werden ihn lieben. Du wirst ihn anbeten und seine Gebote folgen und somit wirst du die Nähe Gottes erreichen. Denn durch dieses Wissen, dein Vertrauen zu Gott und Hoffnung wird sehr stark werden. Je mehr du Wissen über Allah Azza wa Jalla hast und über seine Namen und Eigenschaften, so wird dein Vertrauen stärker sein und du wirst dich nur noch an ihm vertrauen. Und gleichzeitig auch deine Hoffnung wird größer sein. Denn du weißt, du hast auch eine Hoffnung auf jemanden gebunden, der dir antworten kann, der dir nah ist, der alles hört, der alles weiß Bescheid und dass er die Macht hat, deine Situation zu ändern. Eine andere Sache ist zweitens, Geduld wird stärker werden bei diesem Diener. Egal, was dich in diesem Leben trifft von Trauer, Schmerz, Kummer, Unzufriedenheit, du wirst geduldig sein, geduldiger werden. Denn du weißt als Muslim, deine Sünden werden gelöscht, deine Stufen bei Allah Azza wa Jalla werden gehoben und du sagst, alles, was von Gott kommt, ist gut für mich und ist man zufrieden. Drittens, Gefühl der Beobachtung wird gewaltig. Du kannst nicht mehr reden, was du möchtest. Du schaust nicht mehr das, was du willst. Du hörst nicht, was du hören willst, sondern du hörst nur noch das, was mit Gott Zufriedenheit gebunden ist. Und je mehr du Allah Azza wa Jalla erkannt hast, desto mehr wird auch dein Furcht stark werden. Das heißt, du wirst nicht tun, was gesetzlos ist. Du wirst dich nicht verhalten, was falsch ist, sondern du wirst immer im Herzen ein Gottesfurcht haben. Denn du weißt, Allah ist über dich.
Und er wird dich zur Rechenschaft ziehen mit dem, was du gemacht hast. Viertens, deine Scham wird mehr sein. Und diese Schamhaftigkeit ist sehr wichtig. Denn heute einige Menschen haben keinen Scham mehr. Deswegen, du siehst, er macht Genozid, der macht Massenmord, alles mögliche Sachen. Aber jemand, der hat Scham vor Gott, der wird sich schämen, was Böses zu tun. Und er wird ein dankbarer Diener werden, ein dankbarer Diener. Und eine andere Sache ist, je mehr du Wissen über Allah Azza wa Jalla hast, das ist ein Genuss, die beste Unterhaltung und die beste Liebe, was man erreichen kann. Deshalb bleib nicht fern vor diesem Genuss, bleib nicht fern vor dieser Liebe. Die Leute suchen sich Genuss, sie finden weder in Musik noch in Disco noch in Freundin diesen Genuss. Nach bestimmter Zeit, dieser Genuss ist vorbei. Viele Menschen machen Selbstmord und sind unzufrieden mit ihrem Leben. Sie benutzen Medikamente, um glücklich zu werden. Aber du als Muslim, du weißt ganz genau, der Genuss, die wahre Liebe ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und eine andere Sache, sechstens, die Verehrung zu Allah azza wa jalla wird gewaltiger werden. Das heißt, du weißt, wem du verehren musst. Und somit dein Benehmen zu Allah azza wa jalla wird ganz anders werden. Siebtens, du hast ein Verhalten, was lobenswert ist. Sogar deine Mitmenschen, deine Familienangehörige, deine Verwandtschaft, deine Freunde, Arbeitskollegen, deine Kameraden in der Schule, jeder wird merken, dein Verhalten ist lobenswert. Und auch eine andere Sache ist, beruhigtes Herz. Du bekommst ein beruhigtes Herz. Das heißt, frei von Ängsten, frei von Unsicherheit. Du wirst einen Zustand haben, ein beruhigtes Herz haben, wo du wirst von den Zusammenbrüchen fernbleiben. Und wenn du Allah Azza wa Jalla erkennst, deinen Namen studierst und das verinnerlichst und den Geboten Allahs lebst, dann wirst du deine Abhängigkeit noch mehr verstehen. Du bist abhängig, du kannst gar nicht ohne Allah leben. Und je mehr du deine Abhängigkeit zu Allah Azza wa Jalla erkannt hast, so werden deine Bittrufe stärker werden. Du wirst ihn noch mehr rufen, ja Allah, oh mein Herr, oh mein Herr, oh mein Schöpfer, helfe mir, wirst du sagen. Vermehrung deiner Bittrufe werden stärker sein. Denn du weißt, ohne ihn kann man gar nicht leben. Ohne ihn kann man gar nicht zum Sieg, zum Erfolg kommen. Du bist abhängig von ihm. So versuche ihn kennenzulernen. Liebe Zuschauer, bevor ich noch über die Bedeutung von der Name Allah Azza wa Jalla in Detail mit euch spreche, möchte ich noch über die Schreibform und über die Wunder, sogar im Schreibform des Begriffes Allahs mit euch sprechen. Dieser Name hat im Arabischen weder eine Weiblichkeit noch eine Männlichkeit. Es bekommt keinen Artikel. Und die ersten beiden Buchstaben in dem Begriff Allah sind Stammbuchstaben. Und es wird auch in dem Namen Allah, in dem Begriff am Ende, die Buchstabe Mim hinzugefügt. Und das ist ein Ersatz für den Rufwort. Statt mit Ja, O Allah zu rufen, ruft man Allahumma. Aber es ist nicht erlaubt, Ja-Wort, das Rufwort und das Mim am Ende zusammen zu rufen. Das heißt, man sagt nicht Ja Allahumma. Entweder man sagt Ja Allah oder man sagt Allahumma. Aber beides geht nicht. Und je mehr man sagt Allahumma, das vermehrt die Vergrößerung und Verehrung zu Allah Azza wa Jalla. Jedes Mal, wenn du sagst Allahumma, O mein Herr, O mein Herr, O mein Herr, so hast du eigentlich deine Vergrößerung, deine Verwunderung und Verehrung zu Allah Azza wa Jalla vermehrt. Ist auch eine Zusammenfassung des Betes. Das heißt, jedes Mal, wenn wir sagen Allahumma, das reicht schon eigentlich, was du sagen möchtest. Und dieser Zusatz Mim, die Gelehrten sagen, beinhaltet alle Namen, als hätte man ein Bittgebet mit allen anderen 99 Namen gemacht, statt sie aufzuzählen. Ja Allah, Ja Rahman, Ja Rahim, Ja Aziz, Ja Salam, Ja Mu'min, Ja Muheimin, Ja Jabbar und so weiter. Man sagt nur Allahumma. Und wann soll man das sagen?
wenn man was verlangt. Das heißt, Allahumma wird nicht gesagt, wenn man loben möchte, Allah subhanahu wa ta'ala, sondern man sagt das, wenn man was verlangt. Du sagst, Allahumma shfini, Allahumma gfirli, Allahumma rahmni, o Allah, gebe mir die Heilung, o Allah, vergebe mir meine Sünden, o Allah, sei mit mir barmherzig und so weiter. Das heißt, Allahumma wird nur benutzt beim Verlangen und nicht beim Loben. Weitere Punkte, wenn wir schauen, Allah, so finden wir diesen Begriff Name, ist im Koran der erste Name von Allahs Namen. Das heißt, der Koran fängt mit Surah Al-Fatiha an. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdu lillahi rabbil alamin. Und so sehen wir, dass Allah ist der erste Name im Koran al-Kerim. Auch der letzte Name im Koran al-Kerim ist wieder dieser Name. Die Glaubensbezeugung ist nur mit diesem Namen gültig. Wenn jemand zum Islam kommen möchte, er muss das mit Herzen und mit der Zunge aussprechen. Das heißt, mit Herzen bestätigen und mit der Zunge aussprechen. Das heißt, es ist nur dann gültig, wenn er sagt, Ashhadu an la ilaha illallah. Wenn er einen anderen Namen benutzen würde, so wird das nicht angenommen. Er muss Allah aussprechen. Und eine andere Sache ist, was der Gesandte alayhi salatu wassalam uns überliefert hat, ist der Zustand der Menschen vor Untergang der Erde. Die Untergang der Erde, das heißt, der Himmel wird auf dem Erde zusammenprallen, die Sonne mit dem Mond wird aufeinander kommen, wird erst stattfinden, wenn dieser Name unter den Menschen nicht mehr verwendet wird. Das heißt, es gibt kein Geschöpf mehr, kein Mensch mehr, kein Erdling, der sagt Allah. Wenn dieses Wort nicht mehr gesagt wird, Allah, Allah, so wird der Untergang der Erde kommen. Auch im Islam der Gebetsruf. Das heißt, der Muezzin, wenn er ruft die Muslime zum fünfmaligen Gebet am Tag und Nacht, so ist das nur gültig, wenn er sagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alle anderen Namen, wenn er benutzt, ist nicht gültig. Genauso beim Eintritt ins Gebet ist es nur gültig, wenn der Person, wenn er das Gebet verrichtet, er sagt, Allahu Akbar, und so tretet er in das Gebet ein. Und auch im Islam gibt es Schwur. Und im Schwur wird geschworen mit Allahs Namen, denn wir Muslime, wir dürfen nicht schwören über Geschöpfe, über andere Dinge, sondern wenn man schwört, schwört man auf das Allerheiligste. Und unser Allerheiligste ist unser Schöpfer Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, man sagt, Wallahi, Billahi, Watallahi. So wurde die Schwur auch mit diesem Namen gemacht. Und in einem anderen Überlieferung sagt unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die liebsten Namen, was die Menschen ihren Kindern geben können, sind zu Allah Abdullah. Abdullah bedeutet Allahs Diener. Abdurrahman, Diener des Alabamas. Das heißt, diese Namen liebt Allah azza wa jalla am meisten. Ist mit über 2300 Erwähnungen am häufigsten erwähnte Name in Quran al-Karim. Und in der Sunna, in den Hadithen des Gesandten alayhi salatu wassalam, Überlieferungen, wird dieser Name Allah am meisten benutzt. Ist auch gleichzeitig der bekannteste Name. Das heißt, jeder weiß, wie der Gott im Islam heißt. Allah. Allah ist der bekannteste Name. Ist selbst in unterschiedlichen Sprachen der am meisten verwendete Name. Das heißt, in keiner Sprache wird mehr dieser Name benutzt als dieser Name.
Nachdem wir diese sprachliche Wunder, was beinhaltet Allah Azza wa Jalla, erwähnt haben, möchte ich eigentlich zu dem eigentlichen Thema kommen. Wer ist Allah? Allah Azza wa Jalla, seine unermessliche Größe ist gewaltig. Der Erhaben Allah Azza wa Jalla sagt in Quran al-Karim, und sie haben Allah nicht richtig nach seinem Wert eingeschätzt. Das heißt, kein Mensch hat verstanden, wie gewaltig Allah Azza wa Jalla ist. Und am Tag der Auferstehung wird die ganze Erde in seinem Griff sein. Das heißt, die ganze Erde wird er in seinem Hand halten. Das heißt, kannst du dieses Haus, dein Auto in deine Hand halten? Er wird die ganze 7 Erden in seinem Hand halten. Und die Himmel werden in seiner rechten Hand zusammengerollt sein. Preis sei ihm, hoch erhaben ist er über das, was sie anbeten. Deswegen, wenn wir überlegen, wer Allah Azza wa Jalla ist, so sehen wir das in einem anderen Vers in Quran al-Karim. Er verfügt über die Schlüssel des Verborgenen. Niemand kennt sie außer ihm. Er alleine verfügt über die Schlüssel des Verborgenen. Und er weiß, was auf dem Festland und im Meer ist. Kein Blatt fällt, ohne dass er es weiß. Und es gibt kein Korn in den Finsternissen der Erde und nichts Feuchtes und nichts Trockenes, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Und in einem anderen Vers sagt Allah Azza wa Jalla, ihm preisen die 7 Himmel und die Erde und wer in ihnen ist, es gibt nichts, was ihn nicht lobpreist. Ihr aber versteht, ihr preisen nicht. Gewiss, er ist nachsichtig und allvergebend. Obwohl er so allmächtig ist, ist unser Herr Allah trotzdem nachsichtig und allvergebend. Und in einem anderen Vers sagt Allah Azza wa Jalla, er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt. Das heißt, ihre Vergangenheit und ihre Zukunft. Sie aber umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will. Und in einem anderen Vers sagt Allah Azza wa Jalla, berichtet im Koran über das Gespräch zwischen seinem Prophet Musa a.s. Moses. Als Moses die Aufgabe als Prophet bekommen hat, hat er einen Mut bekommen und hat von Allah was Gewaltiges verlangt. Der Koran berichtet das. Moses sagte, mein Herr, zeige dich mir, dass ich dich anschaue. Allah antwortete, er sagte, du wirst mich nicht sehen, er meint im Dienst sein. Denn wir wissen, im Jenseits, jeder gläubiger Muslim, der ins Paradies kommt, er wird sein Herr im Paradies sehen können. Danach sagt Allah Azza wa Jalla weiter zu dem Propheten Moses, Musa alaihi salam, aber schau den Berg an. Wenn er fest an seiner Stelle bleibt, dann wirst du mich sehen. Daraufhin, Allah Azza wa Jalla, als nun sein Herr dem Berg offenbar erschien, ließ er ihn, den Berg, in sich zusammensinken. Gewaltige Detonation ist passiert, dass dieser große Felsenberg in Ägypten zum Staub wurde. Und durch diese Detonation, Musa a.s. fiel bewusstlos nieder. Als das passiert ist, der Gesandte a.s. sagte zu seinen Gefährten, als er diesen Vers gelesen hat, hat er gesagt, wisst ihr, wie viel der Berg von Allah gesehen hat? Was hat er gesehen? Daraufhin, die haben gesagt, Allah und sein Gesandter wissen das am besten. Daraufhin hat der Gesandte seinen Daumen genommen, hat gesagt, Allah hat dem Berg nur so viel von sich gezeigt. Und dieser Berg ist zusammengesunken. Wie wäre es, wenn er sich vollständig zeigen würde? Seine Schönheit würde alles verbrennen. Deshalb, wer ist Allah? Er regelt die Angelegenheiten. Allah, die gewaltige Größe Allahs, wenn man überlegt im Koran und in der Sunna, wie Allah sich vorstellt uns, weil letztendlich Allah subhanahu wa ta'ala, er stellt sich uns vor. Warum? Damit wir ihn kennenlernen, damit wir wissen, dass diese Angelegenheit gewaltig ist, damit wir ihn ernst nehmen, damit wir ihn anbeten, weil die Rückkehr ist zu ihm, zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und ein großer Gelehrter hat mal in seinem Buch die Größe Allah Azza wa Jalla in sehr schönen Worten erklärt, was er aus Koran und Sunna gesammelt hat, aus den Überlieferungen, indem er sagt, Allah,
Er ist es, er regelt die Angelegenheiten aller Königreiche. Er gebietet und verbietet. Er erschafft und versorgt. Er macht lebendig und lässt sterben. Er macht mächtig und er erniedrigt. Er lässt Nacht und Tag aufeinander folgen und wechselt unter den Menschen gute und schlechte Tage ab. Er bestimmt über alle Staaten. Er lässt einen Staat verschwinden und einen anderen entstehen. Sein Befehl und seine Macht durchdringen die Himmel und die Erden, sowie alles, was sich über ihnen und unter ihnen, in den Ozeanen und in der Luft befindet. Er umfasst alles mit seinem Wissen und erfasst die Zahl von allem Existierenden. Er hört alle Stimmen und verwechselt keine mit einem anderen. Er hört alle sie allsamt in allen unterschiedlichen Sprachen und mit all ihren weiden, unterschiedlichen Bitten und Anliegen. Keine Stimme lenkt ihn vom Hören einer anderen ab. Er sieht alles, was sichtbar und unsichtbar ist. Er sieht selbst die Schritte einer schwarzen Ameise auf einem harten Felsen in der finsternsten Nacht. Das Verborgene ist für ihn offenbar und alle Geheimnisse sind ihm genau bekannt. Ihm bittet, wer in den Himmel und auf der Erde ist. Jeden Tag befasst er, Allah, sich mit einer Angelegenheit. Er vergibt die Sünden. Er vertreibt die Sorgen, er hilft aus der Notlage, er richtet die gebrochene Person auf, er macht den Armen reich, er leitet den Irregegangenen recht, er weist den Ratlosen den richtigen Weg, er erfüllt die Bedürfnisse der Hoffnungslosen, er sättigt den Hungrigen, er kleidet den Nackten, er heilt den Kranken, er bewahrt den von Prüfungen Heimgesuchten, er nimmt den Reumütigen an, er belohnt den Wohltätigen, er hilft dem Unrecht Behandelten, er zerschmettert die Tyrannen, er verdeckt die Blöße und die Fehler, er gewährt Sicherheit vor den plagenden Ängsten, er erhört einige Völker und erniedrigt andere. Wenn alle Bewohner der Himmel und der Erde vom Ersten bis zum Letzten, sowie alle Menschen und Dschinn, Dämonen, so gottesfürchtigen Herzen wären wie der gottesfürchtigste unter ihnen, würde dies seine Herrschaft nicht im geringsten vermehren. Wenn seine gesamte Geschöpfe, vom Ersten bis zum Letzten, alle Menschen und Dschinn, Dämonen, so sündigen Herzens wären in der sündigste unter ihnen, würde seine Herrschaft nicht im geringsten vermindern. Wenn alle Bewohner der Himmel und der Erde, das heißt im Himmel sind die Engel, und auf der Erde sind so viele Geschöpfe, vom Ersten bis zum Letzten, alle Menschen und Dschinn, Dämonen, alle Lebendigen und Toten, sowie alle feuchten und trockenen Körper auf einer einzigen Fläche stehen und ihn bitten würden und er ihnen alles geben würde, worum sie ihn bitten, würde es das, was sie ihm bitten, nichts im Gewicht eines Atoms vermindern, sein Reich würde gleich bleiben. Er ist der Erste, vor dem nichts war. Er ist der Letzte, nach dem nichts mehr sein wird. Segenreich und erhaben ist er. Er ist am meisten würdig, dass man ihm gedenkt. Er ist am meisten würdig, dass man ihm anbetet. Er ist der Erste, den man danken sollte. Er ist der mildeste aller Herrscher. Er ist der großzügigste aller Angeflehten. Er ist der König, der keinen Teilhaber hat. Er ist der Eine, der keinen Rivalen hat. Er ist der, an denen sich jeder Geschöpf in allen seinen Anliegen wendet und der keinen Sohn hat. Er ist der Allerhöchste und es gibt niemanden, der ihm gleicht. Alles wird untergehen, außer seinem Angesicht. Und alles wird vergehen, außer seiner Herrschaft. Ihm wird nicht gehorcht, außer durch seine Erlaubnis und nichts widersetzt sich ihm, außer mit seinem Wissen. War man ihm gegenüber gehorsam, dann erweist er sich dankbar. War man ihm gegenüber ungehorsam, so ist er vergebend. Jede Strafe, die von ihm kommt, ist gerecht. Und jeder Segen, der von ihm kommt, ist eine Huld. Er ist der Zeuge, der am nahesten ist. Er ist der Beschützer, der immer in der Nähe ist. Er ergreift die Menschen bei ihrer Stirnlocke. Er zeichnet ihre Taten auf. Er bestimmt für alle Dinge
ihre festgesetzte Frist. Die Herzen verbergen nichts vor ihm. Alle Geheimnisse sind ihm bekannt. Wenn er etwas geben will, so geschieht es durch ein Wort. Und wenn er jemandem strafen will, so geschieht es durch einen Wort. Sein Wort zu etwas, wenn er etwas will, ist, dass er nur sagt, sei und es ist es. All diese Sachen, liebe Geschwister, wenn wir überlegen, diese Beschreibung, minutenlang habe ich kurz erwähnt, die Beschreibung, was bedeutet Allah Azza wa Jalla, wer ist Allah Azza wa Jalla, als der Prophet Muhammad alayhi salatu wa salam das erkannt hat, er hat gesagt, La uhti thana'an alayk, anta kama asnayta ala nafsik, mein Lob kann dich nicht umfassen. Egal wie viel ich dich lobe, das reicht nicht, das ist nicht ausreichend. Du bist, wie du dich lobst. Ich kann dich nur so loben, wie du dich gelobt hast in Koran, wie du es mir beigebracht hast. Das heißt, was will Allah Azza wa Jalla von uns? Diese Frage ist wichtig. Was will unser Schöpfer von uns, nachdem er uns sich vorgestellt hat? Er hat uns beschrieben, wer er ist. وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَى. Und Allah sind die schönsten Namen. فَدْعُوهُ بِهَا. So sollst du ihn damit anrufen. Warum? Weil wir jetzt ihn kennen. Allah sagt im Koran, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Wisse also, dass es keinen wahren Anbetungswürdigen gibt, außer Allah. Und das ist Islam. In diesem Wort, La ilaha illallah, alles hier in diesem Begriff ist vorhanden. Das ist das komplette Islam. Aber damit wir es nicht falsch verstehen und dass wir nicht die Interpretation falsch erklären, erklärt Allah Azza wa Jalla uns das Wort, La ilaha illallah. Und das bedeutet, La sharika lahu wa bithalika umirtu. Er hat keinen Teilhaber. Das heißt, Allah Azza wa Jalla ist der wahre Anbetungswürdige. Und das bedeutet, er alleine verdient die Anbetung, ohne ihm Teilhaber zu geben. Dies ist mir befohlen worden. So sollst du Allah Azza wa Jalla anbeten, einzig allein, ohne ihm beizugesellen. Denn das ist das Ziel von der Name Allah, zu verinnerlichen, zu leben, diesen Namen, den richtigen Umgang zu zeigen, den Verhalten geben. Allah bedeutet, er ist Al-Ma'bud, der wahre, einzige Anbetungswürdige. Allah Azza wa Jalla hat uns sich vorgestellt, indem er auch uns seine Macht zeigt. Schaut, was der Erhaben im Koran sagt. Allah ist es, der 7 Himmel erschaffen hat und von der Erde gleich viel. Der Befehl Allahs kommt wahrhaftig zwischen ihnen herab. Warum? All das, warum berichtet er? Damit ihr wisst, dass Allah zu allem die Macht hat und dass Allah ja alles mit seinem Wissen umfasst. Liebe Geschwister in Islam, wir haben verstanden, was bedeutet Allah. Allah bedeutet, La ilaha illallah bedeutet, dass keiner den wahren Anbetungsrecht hat, außer Allah Azza wa Jalla. Somit hat er sich uns vorgestellt, indem er uns seine Macht präsentiert. Schaut das Vers Surah Talaq, Vers Nummer 12, wo Allah Azza wa Jalla sagt, Allah ist es, der 7 Himmel erschaffen hat und von der Erde gleich viel. Der Befehl Allah kommt wahrhaftig zwischen ihnen herab. Warum all das? Damit ihr wisst, was sollen wir wissen? Dass Allah zu allem die Macht hat. Das heißt, schau diesen Himmel an, die Wolken, die Berge, die Ozeane, den Wind und so weiter. Damit ihr wisst, dass Allah zu allem die Macht hat. Wer die Sonne, diese Planeten bewegt, wer diese Sterne verwaltet, wer diese ganze Leben verwaltet, der, dass du all dem diese Macht hat, dich zu verwalten, dich wieder zurückzubringen zu sich, ist viel einfacher. Er präsentiert uns seine Macht,
damit wir wissen sollen, dass Allah Azza wa Jalla zu allem die Macht hat. Und noch dazu, und dass Allah ja alles in seinem Wissen umfasst hat. Nichts bleibt von seinem Wissen fern. Alles ist unter seinem Wissen. Egal, in der Wüste eine schwarze Ameise, im schwarzen, dunklen Nachtfinsternis oder in einem Stadt. Alles ist in seinem Wissen. Alles. Unsere Vorfahren, unsere Nachkommen, alles ist mit seinem Wissen umfasst. Oder ein anderes Beispiel. Allah Azza wa Jalla, der liebe Gott, zeigt uns seine Kraft, indem er sagt, وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّ. Und zu ihm wird die ganze Angelegenheit zurückgebracht. Deine Angelegenheiten, deine Karriere, deine Versorgung, deine Glückseligkeit, deine Trauer, wer entscheidet darüber? Zu ihm wird die ganze Angelegenheit zurückgebracht. Er wird darüber entscheiden. Hast du das verstanden? Das Gute ist in Händen Allahs. Und das Böse, was dich getroffen hat, kann nur der liebe Gott wegmachen. Hast du das verstanden? Ja? So diene ihm, sagt er weiter. So diene ihm und verlasse dich auf ihm. Das heißt, er präsentiert sich uns, stellt sich uns vor durch seine Namen und Eigenschaften. Und dann erst verlangt er von uns, dass wir ihn anbeten sollen. Wenn du all das verstanden hast, so befiehlt er uns jetzt, ihn anzubeten. Schaut diesen Vers in Surat al-Baqarah. O ihr Menschen, er sagt nicht, o ihr Muslime, sondern zu jedem, egal in welchem Kontinent er lebt, in welchem Zeit er lebt, in welchem Ort er lebt, jeder, der Mensch ist, o ihr Menschen, dient eurem Herrn. Warum? Der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat. Weil er dich erschaffen hat und er hat dir bewiesen, in Koran, in den Nachrichten von Überlieferungen, von den Propheten, allen. Und die Wissenschaft, die Logik, alles hat bewiesen, dass es gibt einen Schöpfer, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat. Warum? Auf dass ihr gottesfürchtig werden möget, dass ihr ihn einzig allein anbeten sollt. So lernen wir durch diese Verse in Koran, keiner besitzt seine Macht und Fähigkeiten. Allah Azza wa Jalla ist der Einzige, der das besitzt. Schaut, was Allah Azza wa Jalla sagt im Koran. Er sagt, und warne sie vor dem Tag der Verbitterung. Es gibt einen Tag der Verbitterung. Wenn alles entschieden werden wird am jüngsten Tag, werden sie jetzt noch in Sorglosigkeit leben und immer noch nicht glauben. Immer noch wollen sie ungläubig bleiben. Was hindert dich, Muslim zu werden? Nachdem du verstanden hast, Gott ist der Anbetungswürdige, der wahre Anbetungswürdige und es gibt keinen anderen Anbetungswürdigen außer ihm. Gott ist unser Anbetungswürdige, der wahre Anbetungswürdige, weil er unsere Sorgen löst. Er löst deine Sorgen. Egal wie viel der Diener vor seinen Sünden Angst hat, egal wie viel er Angst hat, so weiß doch der Mensch, er hat einen Herrn, auf ihm er hoffen kann. Du kannst auf Allah Azza wa Jalla hoffen. Du kannst sagen, ich habe so viel gesündigt, ich bin so ein schlimmer Mensch. Aber du weißt, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man mit Reue zu ihm zurückkehrt, er wird vergeben. Er wird vergeben. Du kannst auf ihm hoffen. Auch steckt hinter diesem Namen Allah, dass man gehoben wird und befreit wird von anderen Geschöpfen. Du bist nicht mehr abhängig von deinem Nachbar, von deinem Arbeitgeber, von einem anderen Menschen, der reicher ist. Nein, du bist nur abhängig vom Allah, dem wahren Reichen, dem Allmächtigen, dem Starken. Wer diesen Namen verinnerlicht, er wird nur Allahs Wohlgefallen ersuchen. Er wird nicht mehr zu anderen gehen und bei anderen das suchen. Der Mensch wird erhoben, indem er nicht mehr versklavt ist. Er ist nur dem Schöpfer, Allah Allmächtigen, abhängig. Der Mensch denkt, dass das Geld alle Probleme lösen kann. Doch die Wahrheit ist, je älter man wird, dann sieht man, dass diese niemals das Geld alles lösen kann. Spätestens wenn der Tod kommt, so gedenkt jeder an Gott, an Allah und sagt, oh Allah, wie kann ich es, wie kann ich mich wieder gut machen bei dir? Aber dann ist zu spät. Wenn die Seele an der Kehle sitzt und rausgeht von dem Hals,
so wird die Reue nicht mehr angenommen. Schaut den mächtigen Pharao, als er ertrank und untergegangen ist. Der Koran berichtet uns das. Das ist Nachricht vom Koran, die Wahrheit. Als er vom Ertrinken erfasst wurde, er sagte, ich glaube, dass es keinen wahren Anbetungswürdigen gibt, außer dem, an den die Kinder Israels glauben. Und ich gehöre nun zu den Allah-Ergebenen. Aber es ist zu spät. Dann ist es zu spät. Das heißt, man muss vor dem Tod das erkennen können, dass man noch im gesunden Verstand, in Sicherheit ist, die Herzenüberzeugung bekommt zu Allah Azza wa Jalla und mit der Zunge ausspricht, ich gehorche und gehöre zu den Gläubigen. Wichtig ist, aber jetzt an Allah zu glauben. In schwierigen Zeiten, wo du im Todesbett liegst und der Todesengel zu dir kommt, ihn zu erkennen, ist zu spät. Wichtig ist, jetzt zu glauben, dass man weiß, alles ist in Allahs Händen. Wisse, nachdem so viele Beweise er gebracht hat über seine Macht und über sein Wissen, über seine Fähigkeit, was hindert dich dann, an ihm zu glauben? Der Erhabene Allah sagt im Koran, zu Allah kehren alle Angelegenheiten zurück. Das heißt, er wird über dich entscheiden. Er wird über dich entscheiden. So mache doch mit ihm einen Frieden. So verbinde dich doch zu Allah Azza wa Jalla, damit du zu den Glückseligen gehörst. Allah bedeutet, er ist der wahre Anbetungswürdige. Was heißt das? Der Muslim reinigt sein Herz, seine Anbetung, seine Gebete, Bittrufe, Andacht. Alles soll gereinigt werden. Das ganze Leben bis zum Tod allein soll nur für Allah sein. Der Erhabene Allah sagt im Koran, sprich, o Muhammad, sag, gewiss mein Gebet, meine Anbetung, mein Leben und mein Sterben gehören Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Alles andere, was außer Allah gehorcht wird, ist eine Anbetung quasi zu Teufel. Und du sollst wissen, entweder du gehorchst in dein Leben Allah oder dem Teufel. Wem gehorchst du? Überleg mal, wem gehorchst du? Wenn du nicht zu Gott betest, dann betest du zu Teufel, weißt du das? Der Teufel sagt nicht, bete mich an, sondern der Teufel sagt, bete nicht Gott an. Bete alles andere, deine Neigungen, deine Gelüste, deine Hobbys, dein Geld, deine Frau, dein Beruf, deine Karriere, deine Neigungen. Allah sagt darüber im Koran, habe ich euch, o Menschen, o Kinder Adams, nicht als Verpflichtung auferlegt, dass ihr nicht dem Satan, Teufel, dienen sollt? Gewiss, er ist euch ein deutlicher Feind, sondern mir allein zu dienen, das ist der gerade Weg. Und das ist sehr, sehr wichtig. Viele heute wollen nicht Allah anbeten, obwohl die Zeichen, obwohl die Beweise durch seinen Namen und seine Eigenschaften klar und deutlich ist. Und es gibt Menschen, der sagt, ich will Gott anbeten, aber mit Beigesellen. Er will nicht alleine Gott beten, sondern er will anders machen. Und das ist traurig. Das ist ein gewaltiger Unterschied, dass jemand nur Allah einzig allein anbetet, ohne Beigesellung, und jemand, er betet Gott an mit Beigesellung. Und darüber sagt Allah im Koran, Allah prägt als Gleichnis dasjenige von einem Mann, in dem sich mehrere Herren als Eigentümer teilen. Überlegt euch einen Mann und er hat mehrere Arbeitgeber. Und die andere hat nur einen Arbeitgeber. Das heißt, Allah prägt uns diese Gleichnis, dasjenige von einem Mann, in dem sich mehrere Herren als Eigentümer teilen, die sich miteinander nicht vertragen. Und einem Mann, der nur einen Herrn gehört, sind die beiden Gleichnisse etwa gleich? Alles Lob gehört Allah, aber die meisten von ihnen wissen nicht. Was heißt das? Ein Mann hat nur einen Besitzer. Der Diener dient nur Allah Azza wa Jalla. Der Diener versucht nur, das Wohlgefallen Allahs zu erreichen. Was ist das Ergebnis?
Er fühlt sich sicher, hat innere Ruhe und hat Wohlsein, weil er muss nur einen zufriedenstellen. Im Gegensatz der andere, der muss mehrere Herren zufriedenstellen. Er muss allen zufriedenstellen und jeder hat andere Bedürfnisse. Dieser Diener muss mehrere Wohlgefallen aufsuchen, die alle unterschiedliche Wünsche haben. Was ist Ergebnis? Verwirrung, Schwäche, Erschütterung, Panik, Entgeisterung. Deshalb, Allah sagt, Hal ta'lamu lahu samia? Kennst du etwa einen, der ihm gleich wäre? Kennst du etwa einen, der ihm gleich wäre? Niemals gibt es gleich, was Allah azza wa jalla ist. So überlege diesen Namen, so gedenke diesen Hintergrund, was bedeutet Allah und was bedeutet mit Allah zu sein. Weil wenn du ihn kennenlernst, du wirst ihn lieben. Und wenn du ihn liebst, du wirst ihm gehorchen. Und wenn du ihm gehorchst, du wirst ihm noch mehr nahe kommen. Und wenn du ihm näher gekommen bist, was wird passieren? Wenn du ihm rufst, ja Allah, oh mein Herr, er wird dir antworten. Und wenn du was verlangst, er wird dir geben. Möge Gott, unser Herr Allah, uns immer mit ihm in Frieden, im Bewusstsein zu ihm, in Gehorsamkeit zu ihm leben lassen.